Willkommen zu meinem nächsten Part of Let's Play Pokémon Kristall. Ja, im letzten Part haben wir uns den Kelleröffner besorgt und sind jetzt hier mitten im Keller drin. Und ja, ich versuche gerade neue Aufnahmemöglichkeiten zu testen und hoffe, dass diese auch funktionieren. Ich werde jetzt heute erst einmal ins Pokécenter zurückgehen. Auf jeden Fall werde ich jetzt versuchen, mit MSI auf der Burner sowie Outer City aufzunehmen, weil ich keine Lust mehr auf Fraps habe. Ich möchte auch mal auf anderes zukommen für dieses Spiel, weil mir doch Camtasia doch zu schade ist. Meine Testversion ist abgelaufen. Ich habe mir doch entschieden, die Firmensoftware nicht zu benutzen und ja. Habe mich jetzt doch entschieden, es nicht zu benutzen, da Camtasia mir doch sind zu teuer, weil dann müsste ich das Praktikum machen und darauf habe ich keine Lust. So, jetzt bin ich auf MSI Afterburner umgestiegen und nehme mit Outer City meine Stimme auf, Outer City und mit MSI Afterburner mein Bild und meinen Spiel-Sound, damit ich auch noch später richtig abmixen kann. So, wir wollten eigentlich den Intendanten befreien von den Händen Team Rockets, was glaube ich war? Weiß ich nicht. Jetzt gehen wir nach links. Da rein! So, runter Treppe, dann nach rechts. Tick, tack. So, rein da. Noch weiter runter. Und dann schauen wir mal, was wir als erstes einsetzen. Wir haben ein Team, Next Dosh, Charm, Biscuit. So, danke. Hallo, wie geht es dir so? Es ist mir egal, wenn du dich verläufst. Du tauchst hier auf, du bist ein Opfer. Was zur Hölle? Ich bin ein Opfer. Laut der Bezeichnung eines Team Rocket Rüpels bin ich ein Opfer. Okay. Dann bedanke ich mich mal ganz sakrisch für die nette Wortwahl dieses Spieleentwicklers. Also, na egal, wir starten mit Serverende in den Kammerraum. Spielsein scheint auch richtig aufgenommen werden zu können. So, Biscuit ist fast Level 31 und das ist auch schön. Wir kassieren weiter Money und ein weiterer kommt. Öffne einen Rollladen und ein anderer schließt. Ich wette, du kommst nicht so weit, wie du es dir vorstellst. Wollen wir wetten? Ich gewette nein. Ab 50 Pokédollar aufwärts. Slimog in den Kampf. Slimog ist cool. Auf jeden Fall. Slimog ist fett. Naja, wir starten mit Server in den Kampf, um da noch ein bisschen Schaden zu machen. So, danke. Ja. Bitte setzt du kein Komprimator ein, weil sonst habe ich ein klitzekleines Problem. Und ja, dann kann der Kampf ja schließlich ein bisschen in die Länge ziehen. Bisschen. Und 16. Oktober 2011. Zwei private Daten. Naja. Kann man nicht ändern. Und ja, wir surfen weiter auf unserem Biscuit. So. Biscuit 560 Erfahrung. Radfratz möchte. Ja. Lass Radfratz nur kämpfen. Es wird zerberstet. Naja, auf jeden Fall mein Zimmer. Bisschen anders aus, es wurde halt komplett umgestellt. Mein Schreibtisch ist jetzt auch komplett, also mein Zeug ist komplett aufgebaut jetzt alles. Ich muss mich nicht mehr bücken, um meinen Lautsprecher einzuschalten. Schön. So. Nächste. Uff, wir sind von den Rollläden verwirrt. Ich verrate dir ein Geheimnis, wenn du mich besiegst. Really? Oh really? Fuck yeah. Metro.
ich freue mich schon auf meine Festplatte, denn da könnten ein paar neue Projekte auf mich warten. Aber auch nur ein paar. Ich nenne jetzt zum Beispiel einfach mal League of Legends in Full HD. Nicht nur in HD, sondern in Full HD. Mal schauen. Ja, Darksiders könnte kommen, Skyrim könnte kommen, Binding of Isaac könnte kommen. Oh, Binding of Isaac ist ein schönes Spiel. Fast noch, mir fehlt noch ein Secret. 200 Mal ein bisschen. Naja, auf jeden Fall. Aktuelle Spiele, was soll ich denn da sonst noch? Skyrim, Darksiders, World of Warcraft eventuell. Aber dann nur bis Level 20, weil ich keine Lust habe, mir es zu kaufen. Dann, was auch noch interessant wäre. Wow. Super Mario Hex, wo ich auch richtig Lust dazu hätte. Naja, hier steht Schalter 3, ist anscheinend, jawohl. Wir wollen aber schließlich ja schon runter. Hahaha. Nein, hier steht schon erst schon hier mal. Yes. Zwei Schalter eingeschaltet. Nix. Dann erklären wir bitte das Geheimnis. Okay, ein Hinweis. Bitte die Schalter in einer anderen Reihenfolge. Dadurch wird das Öffnen und Schließen der Rouletten verändert. Hier steht erst eingeschaltet. Ausschalten. Yes. Sie haben das Projekt abgebrochen. Okay, sie fertig. Ich suche nach Überresten der Beute. Oh, du suchst nach einem roten Garados. Da kann ich dir aber nicht helfen, mein Freund. Weil Garados ist bei mir ein Fremdwort. Oder vielleicht auch nicht. Na egal, wo kam nur das Fischfutter für mein neues, also für mein Biskuit? Hi, hab, uhaha! Und ja. Boah, ich müsste morgen oder übermorgen ich auch wieder Super Metroid aufnehmen. Ja, Super Metroid auf dem Channel Gaming Portal Network. Ich werde ihn irgendwann vielleicht mal verlinken. Auf jeden Fall ist er auf meinem Kanal schon verlinkt. Ihr könnt da gerne vorbeischauen, wenn ihr weitere Let's Play von mir sehen wollt. Zum Beispiel den Randomizer Nachlock. Smarag. Zum Beispiel. Oder Let's Play Super Metroid. Zum Beispiel. Oder. Was weiß ich? Egal, oha, jetzt ist mir noch so ein neues Let's Play eingefallen, und zwar Continent of Nymphsea, also aka C9. Möchte ich auch gerne mal machen. Schaut mal. Hier steht Schattenschwert eingeschaltet, ausschalten. Yes. Oh, da komme ich hier hin. Was hast du denn? Hyperheiler. Okay. Zwar nicht das beste Ding, aber besser ist gar nichts. So, wirf deine Goodies hier rüber. Ach, meine Waren. Nein, ich bin kein Schmuggler. Nein, ich bin auch kein Dieb. Paolo, dich wird man finden und einbuchen. Dafür werde ich sorgen. Mein Freund. Das Niveau ist so tief. Auf jeden Fall sehe ich. Muss mal schauen, ob ich laut genug bin. Wenn nicht, muss ich da einiges an der Stärke machen. Ja. Ich habe es jetzt nochmal gepegelt. Wenn ich muss, ich nachkorrigieren und ein bisschen lauter machen. Wenn es fail sein sollte. Betonung auf sollte. Dann hat die vielleicht ein kleines Rauschen im Hintergrund. Schlammbad. Ich wette um 5 Euro, dass ich vergiftet bin. Danke. Arsch.
mein Glück sollte ich wirklich mal als Wetten anfangen. Warte, was war da? Warte mal. Beute. Aquaknorre. Egal, ob mein Biskuit vergiftet ist oder nicht. Kriegt trotzdem Level ab. Doch, bevor es stirbt. Oh ja, wir sind mittlerweile. Was? Soll ich? Wir sind da mittlerweile schon bei 10 Minuten angekommen. Das ist auch schon der Heim. Ja, schon einiges. Es ist immer noch vergiftet und Biskuit ist Level 33. Schön. Und die Paula wurde besiegt. Schön. Gnade. Nein, definitiv not a Blitzcrank. Beutel. Giftbörre. So, und jetzt werde ich. So, danke. Gegen Gift wurde geheilt. Dann erst einmal ganz gezielt Lorelei für ein Level noch nach vorne. Dann haben wir nämlich in diesem Part doch ein Turn und Blue Ending, was ich so lange versprochen habe. Du bist ein Rauchball. Schön. Oh Gott, ich werde so Angst vor dem Suicune. Oh, das Suicune. Das Suicune, ja, Suicune. Geschirrt, ausgeschöpft, anscheinend. Yes. Schalte ist eingeschaltet, auch schon. Yes. Stich hier auch offen. Schön. Boah, langsam nähert sich das Eichhörnchen. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. So, dann den ausschalten. Ist zwar hier zu, aber. Und da auch, und da auch, und. Da auch. War nicht so klug, den Schalter 2 auszuschalten. So, 1, 2. Nochmal Schalter 3. Rätselspaß. Oder auch nicht. Mach es mal wieder auf die altmodische Art. 1. Ich hab's nicht geschafft, ich bin ein Idiot. Ich muss schauen, was ich da unten aufbekomme. Den trinken wir hier mal. Zu, zu und da auch zu. Rätselspaß für die ganze Familie. Mal zu. Er ist eingeschaltet. Ausschalten. Yes. Schalt mal jeden Schalter aus. Er ist ausgeschaltet. Aus. Er ist ja auch aus. Der Schalter ist ausgeschaltet. Einschalten. Ja. Bei 1 geht der und der auf. Jetzt aber ganz hinten drücken sollte, dann müsste er normalerweise unten aufmachen. Glaube ich, hoffe ich. Bitte, 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 bitte. No. Jetzt hat er da unten aufgemacht. Okay, dann machen wir da mal wieder weg den Schalter und drücken hier. Hier.
Yes! Oder not? Ich gucke, dass ich die Tür aufbekomme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das zieht sich so in die Länge. Da ist jetzt zu, da ist jetzt auch zu, da ist jetzt auch zu, da ist aber auf. Hier ist eingeschaltet. Nein, ich will ihn anlassen. Oha, oha, oha. Jetzt, ja, ausschalten bitte mal. Müsste aber links zu sein. Es ist da offen, aber da ist auch zu. Hauen wir mal hier auf an. Das ist die beste Möglichkeit. Oder auch nicht. Mühsam leert sich das Eichhörnchen. Schalten. Das war der falsche Schalter. Da, da. Was ist mit denen da? Ist ein Schalter, bitte. Jetzt ist hier auch zu, aber da ist offen. Den aus? Nein, doch den aus. Dann ist hier nämlich offen. Wenn da das hier offen ist. Okay. Ich kann nicht mehr. Ich muss mal nach drüber schlafen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Und sehen uns. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Crystal. Ja. Ciao. Ciao.